alles zurückgelassen. Geschafft. Aber ich glaube, der Ritter ist noch nicht tot. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Ach, die schaffen das. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Also ich hatte echt Angst, dass dieser Kapitelaufbau nervt, aber tut er überhaupt nicht. So gar nicht. Komisch. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Samurai. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir jetzt sind wir Samurai. Mit ja. Armbrust. Jetzt fehlt bloß noch ein Katana, ey. Mega. Und vielleicht ein paar Schuriken. Jetzt sind wir wieder zu zweit unterwegs, ohne den lieben, netten, etwas einfältigen Lukas. Guten Morgen! Na, Panda? Alles fit? Wie kommen wir auf eine Insel? Oh. Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Habt das jetzt? Gut. Wir müssen ganz kurz unterbrechen, weil ich muss mir meine Thrombosespritze schnell setzen. Wir haben nach 10, ne, und durch den Stiefel, muss ich mir sicher selber die Spritze setzen. Deswegen kurze Pause, nicht wegrennen. Ihr kriegt natürlich ein bisschen Werbeunterhaltung auf die Nase gedrückt. Wie, du hast keinen Kaffee mehr da? Das ist schlecht. Ah, das ist richtig schlecht. Tut mir fast leid, dass ich mir gerade noch schnell einen Kaffee geholt habe. Und Kokosplätzchen. Liebe Kokosplätzchen. So. Gucken wir nochmal. Ach, rennen ist wieder nicht. Da haben wir zwar schon geschaut, aber nicht, dass ich irgendwo Loot übersehe. Bitte. Panda, wie geht's dir? Ne, müsste ein Kaum, müsste ich aus dem Haus. Oder Lieferservice. Guten Morgen. Na, Sailor, alles fit? Die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Richtig. Das sieht ja eigentlich echt schön aus. Aber was, wenn ihr Boot sinkt? Yuko, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Nein, wissen Sie nicht. Versprochen? Ja. Warte. Siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Naja, mal. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne. Ich habe gerade Lohn bezahlt bekommen. Wir zahlen meine Rechnung. Könnte heulen. Ja. Ah,
Verstehe ich. Das verstehe ich so gut. Nicht lustig. Ich glaube, das geht jedem so. Irgendwie schon. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal. Was ist das? Ist traurig, ne? Dass, wenn der Lohn kommt, dass, wenn die Rechnungen weg sind, dass alles gleich wieder. Ja. Nachvollziehbar. Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich. Und blau. Sie ist blau? Sie muss vom Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, Lacke. Ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja, bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Die Hälfte? Apropos, ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Sorry. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das also. War ein tolles Rennen. Ja, war's. Lass mal kurz rechnen. Du hast noch Schmerzen. Abzüglich allen? Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein, nächstes Mal bist du dran. Bleiben bezahle ich sofort, wenn Lohn da ist. 5/6 in alle Richtungen. Für alle Fixkosten und anderen Kosten. Ja. Und 1/6 bleibt dann immer wegen liegen. Ist dann so Puffer für sonstiges und als Übergang ist das nächste Gehalt kommt, falls sich irgendwas überschneidet. Also und diesen 1/6 kann ich quasi auch nur die Hälfte dann theoretisch verwenden. Die Hälfte wäre schön. Wäre echt schön. Dass die Lebenshaltungskosten so maximal gestiegen sind, ist schon fast dreist. Was heißt fast dreist? Das ist dreist. Das ist schön, Sailor. Freut mich. Wir hatten ein bisschen Spaß. Aber immer aufpassen, ne? Safety first. Ja, verstehe ich. Hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Vielleicht kennen Sie die Insel. Ja. Wir fragen Sie. Ja, vielleicht kennen Sie die Insel. Vielleicht aber auch nicht. $900 an Rechnung. Moment. Versuche gerade zu rechnen. 2200 Euro an Rechnungen, Fixkosten und sonstigen Ausgaben. Guten Tag. Kann ich. Das ist kein Luxus. Das ist einfach nur. Ja, wir haben Miete und Schule und. Oh, Weinmesse ist. Essen und. Wir sind auf Pilgerfahrt. Also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perreux kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe. Ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Gern geschehen. Ja. Ich bekomme zwischen 2,5 und 2,7. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perreux suchen. Je nachdem, wie viel Montagen und sonstigen
Dinger halt reinrutschen. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Also von daher. Ich arbeite eigentlich nur, um zu leben. Aber das macht eigentlich jeder von uns. Möge das Wetter so bleiben. Ja. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Das sind aber zwei Topf. Da ist ein Topf und da ist ein Topf. Also zwei Topf. Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht der denn Schönes? Füße. Bin zu viel gelaufen. Oh. Werden wir den Papst in Rom sehen? Ja, natürlich. Das sieht jeder. Der stellt sich immer vor jeden hin und sagt, Servus, schön, dass du da bist. Oh, hallo. Hallo. So. Laufen und Kaffee trinken gleichzeitig, das ist nicht gut. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Ja. Logik. Logik, was ist das? Aber es wird erst ab nächsten Jahr besser mit dem Bürgergeld. Haha. Ja, lass uns überraschen. Vielleicht kann es ja besser werden, was ich nicht glaube. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Ich zeige meinen richtigen Hasen. Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Macht schon mal einen relativ besseren Eindruck. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Ja, das verstehe ich, Sailor. 100 nach jemandem. Pro Monat ist schon. Niemand wird verletzt. Bitte, tut uns nicht weh. Wir haben nichts getan. Ist schon. Wir sind fromme Christen. ...3,5% höher und bei 8,7% Inflation. Dabei ist die unbereinigte Inflation. Nimmt man Luxusgüter mit raus und geht nur nach existenznotwendigen Dingen, liegt die Inflation bei 19,6%. Ja. Ey, alles ist im Schnitt 20% teurer. Hier hast du 3,5%. Ja, richtig. 20% ist aber schon fast... die reine Wahrheit. Also Käse haben wir mal so spaßeshalber durchgerechnet, bis bei 25-30%. Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Ja. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Zurück. Ich bin das Gesetz. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Natürlich. Komm, Amicia. Ich weiß. Psst. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß.
Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Ja, 24%. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. 30% ist schon fast realistischer, wenn ich jetzt so... Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einfach mal die reine Preisentwicklungszeit. Und wir reden hier von Sommer, also August. Einfach ansehen. Das ist schon krass. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Mhm. Oh nein! Schnell! Halt! Oh. Sie sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Herr, halt ich dich! Hier! Mich nicht an! Richtig, rühr mich nicht an! Zu mir! Sie sind hier! Ach komm! Amicia! Ah, schon wieder der Kopf. Wir müssen weg. Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand. Du blutest wieder. Ja, ja. Gott. Kann nichts dafür. Hinterher! Amicia! Tötet sie sofort! Wir müssen weg. Ja. Wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein? Es ist so dunkel. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Wir haben einen Weg gefunden. Los. Ja. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Ja, ja. Kann ich jetzt? Hab nichts gefunden bis jetzt. Darf ich noch nicht hoch? Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Nur 600 und ich muss die Kosten decken, deshalb bleibt davon nichts mehr übrig. Aber man kommt hin. Hab gelernt, mit wenig auszukommen. Ja, das... Der Mensch lernt es. Ich meine, wir lernen es alle irgendwie gerade. Manche etwas schneller, manche nicht so schnell. Manche tun sich leichter, manche nicht so leicht. Aber es ist halt kein Zustand. Ne? Du kannst ja nicht in ein Wirtschaftsland eine Zweiklassengesellschaft aufbauen. Nur weil die Politik nicht imstande ist, sein Volk irgendwie ein bisschen zu entlasten. Aufgrund einer Sache, die sie selber veranlasst haben. Um es jetzt mal nett auszudrücken. Was mir herzens ist die Aussage von meinem Vater. Ich sage, dass das Geld vorne und hinten nicht reicht. Und von ihnen kommt nur, ja, aber die arbeiten ja auch nicht. Wenn sie mehr wollen, sollen sie hart arbeiten gehen. Ja, das ist der Klassiker. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, einfach weil ich es greifen kann. Ich arbeite durchschnittlich 40 Stunden die Woche, im Moment ein bisschen mehr, so 50, 60 Stunden die Woche. Ja. Und Amicia, sie ist, was dabei rumkommt. Ich weiß, aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Nicht so viel. Also, von wegen hart arbeiten hilft, nein, tut's nicht. Du musst einfach die Lebenshaltungskosten einfach wieder auf ein erträgliches Niveau bringen. Warte, Amicia. Da bringen da auch ist jemand. Lohnerhöhungen nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Was? Alte Kuh. Oh, ja, ich sehe sie. Sie sind hier.
Soldaten. Oh, jetzt können wir mal einen auf Lara Croft machen. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? So. Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schutz vor dem Hauptmann haben. Oh, das ist cool. Ich hab ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Ein Topf. Aber das ist cool. Das finde ich gut. War das? Sie sind hier lang. Ganz sicher. Sie dürfen nicht entkommen! Spürt sie auf! Sie haben uns gesehen! Eindringlinge, kommt mit! Okay. Gut. Eine Tür da oben. Amicia, ja, ja, bin doch schon durch. Ist gut. Die Ratten, Hugo, sind sie eine Bedrohung? Kommen sie? Nein, noch sind sie tief unten. Konzentriere dich auf sie. Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. So. Wer ist sie? Eine Söldnerin des Walds? Für ja. Den Wald kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Was gerade mein Dad einfach nicht schneidet, dass es halt nicht einfach auch Leute gibt, die nicht arbeiten können und darauf angewiesen sind, dass die Sozialleistung, ja, das kommt halt einfach alles dazu. Das Problem ist einfach, was ich halt als Teufelskreis sehe, ist, jeder versucht irgendwie immer mehr rauszuholen, was ja irgendwo verständlich ist. Wenn das Zeug teurer wird, brauche ich mehr Geld und dadurch wird es wieder teurer und so weiter und so weiter und so weiter. Es müsste halt einfach irgendwo limitiert sein. Es kann nicht immer mehr gehen. Moment. Ich sehe mehr von Ihnen. Du machst das gut. Du kannst einfach nicht ja. Ja. Warte mal. Ganz kurz. Ihr seid bestimmt da drüben. Bleib weg. Feiglinge, kommt raus. So. Okay. Pfeile oder Messer? So. Messer ist gut. Klar. So. Jetzt die Frage, wie er läuft. Verstecken. Ich finde euch. Mhm. Und meine Kollegen haben schon gesagt, dann entweder sie sind gestorben oder ich konnte sie austricksen. Also von daher.
Bin ich voll zufrieden mit meiner Leistung. So, muss noch ein Beratungsgespräch mit meiner Handelskammer machen. Wenn ich mich beraten lassen möchte wegen Weiterbildung, was es da für Möglichkeiten gibt. Finde ich gut. Ja, da kann man also die Raft nicht nutzen. Finde ich gut. Einfach mal die Möglichkeiten abstecken. Weil das bedarf ja in Deutschland immer alles einer genauen Begutachtung. Wollt ihr euch ver... Sie sind hier! Ich sehe sie! Was jetzt, Amicia? Ich sehe sie nicht! Reicht das? Finde ich gut. Aufteilen! Sucht alles ab! Los geht's! Okay. Ah! Da seid ihr! Ich hab sie! Kommt hierher! Verdammt! Ach komm, hör auf jetzt. Und das reicht? Dann machen wir es so. Sehr schön. Echt? Der kann uns rausziehen. Ah ja. Halt die Klappe. So. Ist leider das Messer verbraucht. Nein. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, du gehst einfach weiter. Ohnmächtig? Ja. Ohnmächtig. Tot. Ich finde seinen Mörder. Naja, das ist gut. So, erstmal Spielzeit aufgeladen, verfeinert, das war wichtig. Ja. Klar. Verständlich. Ich finde es ja gut, wenn man was hat, was einen antreibt, ne? Ob es jetzt ein Spiel ist oder Weiterbildung oder was auch immer. Daher. Do it. Wichtig ist, dass man auch Spaß haben kann. Klar kostet Spaß meistens auch ein bisschen Geld. Aber das ist okay. Solange man es irgendwie zahlen kann. Ich finde halt es traurig, dass man ja, Umschulung, Genehmigung, Genehmigungsverfahren in Deutschland ist absolut grauenhaft. Anstatt dass man das wirklich man prüft, okay, geht, geht nicht. Ne? Also quasi. Ja, Voraussetzungen gegeben oder nicht. Nicht jetzt. Amicia. Oh, lass mich. Atmen. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Muss man alles. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ja. Ist das eine Kirche? In die Länge ziehen. Ich weiß nicht. Aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Oh, nice. Ah. Sehr schön. Ah, oh, das finde ich gut. Das heißt, wir müssen öfter in die Knie gehen. Okay. Und das ist auch gut. Okay. Also dieser Fähigkeitsbaum ist schon irgendwie praktisch. Okay, bis jetzt kann ich noch keine Fähigkeit einsetzen. Weiß.
Das ist halt scheiße teuer. Da versuchen die echt alles, um nichts zahlen zu müssen. Es kostet aber unterm Strich mehr. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Es kostet halt unterm Strich viel mehr. Wenn ich da... Was zur... Da! Eindringlinge! Wir wurden entdeckt! Ach komm! Verdammt! Wo sind sie denn hin? Hier drüben! Wir haben Besuch! Sie haben uns erwischt! Lauf! Finde ich ja gut, wenn du auf die Idee kommst. Ach komm, wo kommst denn du jetzt her? Ja, genau. Es kann ja nicht sein, ne? Dass Bildung durch Geld aufgewogen wird. Es ist ja so, Bildung steht einem jeden zu. Und dann sagt man, es kostet aber, ja. Aber wenn die Bildung zusteht, ne, egal in welcher Form, steht ja irgendwo geschrieben. Dann. Ist das eine Kirche? Weiß nicht. Aber wir sind ausgeliefert. Ja. Sollte man das auch den Leuten halt zukommen lassen? Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Nein. Kaum welche. Die zwei, drei. Wir schaffen es. Mhm. Ja. Und du erholst dich. So. Okay. Sneaky rumlaufen ist also gut für mich. Ich würde halt gerne den Bereich hier. Ja, ich weiß, dass Ausbildung kostet. Das. Ich habe das ja alles auch gelernt. So blöd, wie es klingt. Aber wie gesagt, dein Grundrecht auf Bildung hast du. Es ist festgelegt. Und dann kann der Staat nicht sagen, ja, aber es kostet. Es kostet immer unterm Strich mehr, nichts zu tun, als wenn du was tust. Hm? Komm, kannst mich da gar nicht sehen. Ja, sag ich doch. So. Gelernt habe 8 Jahre im Berufsgabe und Mist über Masken und Co. Jetzt finde ich nichts mehr. Der Betrieb reicht das und sagt mir nein. Ja, klar. Absolut. Nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Was? Da war doch was. Mal sehen. Nein, 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 nein. Ganz langsam. Ich versuch's. Was bewegt sich da? Sollte ich mir genauer ansehen. Er kommt her. Was zur?
Nichts zu sehen. Was ist das? Alles gut hier. Das ist schön, wenn alles gut ist. Dann hau ab. Schon wieder Fehlalarm. War ja klar. Sehr gut. Dann hau ab. So. Das? Ah, das ist zum Blenden. Okay. Ah, dann sind die Blendsäcke. Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Ja, ja, bin ja schon. So, hinter die Wand. Moment. Nein, nein, alles gut. Du hast dich getäuscht. Ich dreh durch. Ja, so ist du. Ist da... Ist da jemand? Ja, ja, klar, klar. Nein, gar nichts. So. Was zur Hölle war das? Hey! Wer schleicht da rum? Nicht gut. Ist da jemand? Bleib weg. Warum ist der Blendsack da, wenn ich ihn nicht in die Richtung nutzen kann? Den Pfeil nehme ich mit Handkuss. So. Da habe ich alles, da habe ich alles. Da kann man noch was herstellen. Sehr schön. Jetzt darf uns nur noch der nicht sehen. Aber theoretisch guckt er ja nicht hoch. Es geht eigentlich theoretisch, also theoretisch geht eine Weiterbildung theoretisch immer. Es ist die Frage, ob sie es machen möchten. Das ist immer so, möchte ich das? Mama, wir finden immer irgendeinen komischen Weg und... Ich drücke dir da echt die Daumen. Aber es bringt halt eigentlich immer mehr. Ja. Der Start weigert sich halt leider. Immer wieder. Okay. Abkürzen kann ich natürlich nicht. War ja klar. Warum stöhnt der so? Könnt ihr natürlich auch anzünden, ne? Theoretisch habe ich ja jetzt genug Material. Sag mir, wenn es zu schlimm wird. Ich halte durch, bis wir in Sicherheit sind. So, alle Hohle setzt Kräfte frei. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Bist du der Einzige? Ja.
Gut, dann versuchen wir mal. An ihm vorbeizukommen, ohne ihn zu töten. Vielleicht können wir unsere Sneak Ability dadurch noch ein bisschen mehr pushen. Okay, da hinten wäre noch einer, aber gut. Wir müssen ja da in das Gebäude rein. Ich hoffe, dass wir den da hinten dann relativ gut umbringen. Oh, Schulbank drücken ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also mir persönlich gefällt's. So viel Blut an ihren Händen. Mir würde es gefallen. Aber bald sind wir weg von hier. Das Studium einfach zu gut bezahlt wird, fällt das für mich flach. Harz. Ja, ich habe Harz gefunden. Ja, mal. Nein, einmal. Was die? Ich habe um 5 Uhr morgens bis 13 Uhr mittags plus Coach Termin gestern an meinen Techniken gerockt, um die Probleme zu lösen. Bin halb froh, das ist doch super. Um 5 bis 13 Uhr. Das ist stattlich. Ja, es ist eine Umstellung, definitiv, aber ich finde. Warte. Schulbank. Hat sich da gerade was bewegt? Eigentlich ganz cool. Oh nein! Eindringlinge! Ergreift sie! Sie haben uns! Ja, das ist mir egal. Sieh mal nach! Wir haben es geschafft. Das ist wichtig. Ja, glaube ich. Nein. Oh, jetzt gehe ich langsam K.O. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja. Wir gehen auf die Insel. Hier raus. Ja. So. Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Du schaffst das, du bist stark. Sind wir auf dem Meer. Du bist eine starke, unabhängige Frau. Bald. So. Ja, alles gut. Kein Stress. Real Life geht vor. Lauter Tote. Yep. Nein, nein. Na, jetzt, wo man endlich. Nein, sie küsst. Sie stirbt nicht. Nein, nicht einschlafen. Bitte. Sie stirbt nicht. Bitte. Was? Nein, nein. Sie kommen. Amicia, beweg dich. Das war klar. Amicia, wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Ach nö, ey. Mir nach. Oh nein, Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf! Geraten. Sie sind auch hier! Ja. Nein, sie sehen uns! Was soll ich tun? Ah, Amicia! Du kannst die Horde mit WASD bewegen und eine Richtung geben. Ja, geil! Ja, das ist ja mal krass. Ekelhafte Mist. Ich kann die Ratten steuern. Geil. Das ist mal geil. Das ist mal richtig geil. Was ist passiert? Höre ich da Ratten? Keine Sorge. Sie helfen uns. Was? Hey! Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Ja. Soldaten, ich kann nicht. Ruh dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir.
Was ist los? Aufstehen gehen! Nico, was ist los? Antworte mir! Bist du das? Sie tun dir nichts. So. Cool. Geschafft. Das ist geil. Was war das? Das ist mal richtig geil. Hast du wirklich? Ja, hab ich. Ja, kannst du aufstehen? Ich muss. Ach Gott. Ach, ruhig. Das ist mal cool. Los, gehen wir. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja. Ja, ja, ich darf sie benutzen. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Darf sie benutzen? Ich darf sie benutzen, aber ich kann sie nicht steuern. Also nicht wirklich in dem Sinne. Was echt komisch ist. Oh gut. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Ich schau mir einfach mal die Gegend an, okay? Vielleicht gibt's da hier irgendwas. Wenn ich das schon zum Erkunden nutzen kann, dann machen wir das auch. Okay. Da darf ich schon nicht rein. Okay. Okay. Okay, eine sichere Zone. Das geht doch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was? Warum? Warum kommen die Ratten da hoch? Warum können die im Licht rumlaufen? Problemlos. Ist das ein Bug oder? Na komm, Kleiner. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen.
Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Das gibt's doch nicht. Die paar Ratten, die damit hochrennen, ne? Das gibt es nicht. So. So. Dann machen wir es anders. Hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. So. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Okay. So. Hier. Aber den ganzen Loot, an den komme ich jetzt nicht mehr ran. Der ist weg. Mir ist mein Sachbearbeiter ist wieder mal nicht erreichbar. Ah, man kennt's. Ja, das hält dich warm. Du warst krank und fühlst dich. Hast Halsschmerzen und fühlst dich wie ausgekotzt? Okay. Ja, das klingt nicht so gut. Dann Panda ablegen. Ausruhen. Was auch immer. Entspannen auf jeden Fall. Der ist neu. Einfach mal ausruhen. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Okay. Ja, dann. So. Interagieren. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen ist mir den da. Nicht bewegen. Nochmal richtig reinhängen, dass du richtig krank wirst. Was ist das für eine Einstellung? Oh. Ich hoffe, der rote Samurai sind wir jetzt. Da lohnt sich der Arztbesuch, aber danach bist du halt auch richtig platt und richtig im Arsch und kommst auch dich so mal richtig nicht erholen, weil du einfach zu kaputt bist, um dich zu erholen. Klingt komisch, ist aber so. Immer noch. Ah, das haben wir schon mal. Uns fehlt nur noch Material. Ein Material brauchen wir noch. So, jetzt raus hier. Ganz schnell raus hier. So. Meine Güte. Erst richtig krank werden. Ist so groß. Och, Panda. Wie sollen wir? Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Stirb nicht. Doch nicht. Sie so. Haben diese Leute aufgefressen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht! Ich passe auf dich auf. Das heißt, wir müssen die Ratten steuern und ja, nice. Keine Sachen verwerten. Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Benutz mich, ja. Onii-chan. Apropos. Ihr müsst doch mal Ausrufezeichen Goldini eingeben. Nur so am Rande. Es geht nicht immer nur um das. Oh, wo? Oder
Ara Ara. Oder Oni-chan. Manchmal geht's einfach nur um das Goldini, Goldini. Ja, es geht nur um das Goldini, Goldini. Es geht nur um das Goldini, Goldini, Leute. Was war das? Was war das? Huh? Wart hier, ich sehe. Das gibt's nicht. Wird gemacht! Na los, benutz sie. Ja, ich bring uns da durch. Scheißviech. Hast du Angst? Was? Ganz ruhig. Konzentrier dich. Was willst du tun? Nichts. Nicht auf. Beherrsch dich. Du musst die Kontrolle über sie behalten. Na komm her. Das macht Spaß. Schon mal gesagt. Das Wasser werde ich sie nicht schicken lassen können. Mal. Ich hab dich. Er ist tot. Meine Ratten reagieren auf die Ratten. Das ist gut. Dann ist es auf jeden Fall sehr realistisch. Frau auch. Geschafft. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja, aber sei vorsichtig. Da hinten? Ja. Am Arsch der Welt ist er und er hat meint, er hat mich gesehen. Das ist alles. Okay. Aber das Schöne ist, wir können jetzt hier alles in Ruhe looten. Das ist cool, dass du hier jetzt die Ratten verwenden kannst. Das macht es ein bisschen angenehmer. Verdammtes Pack. Nix, schon wieder. Ach komm, jetzt musst du auch noch eine spezielle Stellung oder was machen. Stellung kacken der Elch. Na gut, ich krieg euch schon und dann. Glotzkopf! Na? Mann am Boden. Lotzi, wie geht's dir? Muss also in einer gewissen Reichweite sein. In nichts, jetzt nichts. Na, wie geht's dir, Klotzi? Sprich. So. Muss mal auf die Ratten losgehen. Mit den Ratten losgehen. Aha, komm her, mein Freund. Yummy. Ventilatorisch? Warum? So ventilatorisch. Gut. Gut ist okay. Ja. Bei mich, naja, man kennt's, ne? Und man hat's gestern gesehen. Einen schicken Stiefel, den ich da trage. Ich
Die Arbeiter sind alle tot. Das war's nicht, du. Ich weiß, aber es hört nie auf. Ansonsten geht's mir eigentlich gut. Ich kann jetzt nicht klagen. Bis auf das. So. Ja, das wird schon. Tut weh, aber es wird. Aber es gibt ja gute Schmerzmedikamente. Die machen manches doch ein wenig erträglicher. Außerdem kann ich hier schön entspannt liegen, kann zocken. Was will ich mehr? Oh, Schmerzen sind halt einfach nicht geil. Das ist einfach so. Alles will man tun. Kann man nicht ändern. Man muss damit leben und einfach Ruhe bewahren. Jetzt die nächsten 3 Wochen schön entspannen. Und dann wird das. Tut es sehr weh. Was soll denn diese Schnappatmung hier? Es wird auf. Sie geht nicht auf. Gibt es einen anderen Eingang? Ja, natürlich, bestimmt. Müssen wir mal die Ratten fragen, ne? Lass mir jetzt verarschen. Es sind zu viele Ratten. Es sind zu viele. Ach, zu viele kann ich nicht steuern. Okay. Wie habe ich das geschafft? Habe gearbeitet. Habe mein Arbeitsgerüst verschoben. Da war eine Bodenwelle. Ich bin falsch drauf aufgetreten und habe meinen Fuß um 90 Grad nach innen geknickt. Ja. Das war die ganze Kunst. Versprich mir, dass du mir sagst, wenn es dir schlecht geht. Ja, keine Sorge. Okay. Würde gerne den Wagen wegfahren, wenn es recht ist. Da kann ich ihn verbrennen. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist klar, dass das Fenster irgendwie. Ja. Aber ich komme an das Fenster nicht ran, weil Keks. Wir haben Opfer. Sucht nach Eindringlingen. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Nicht gut. Ach, Scheiße! Er ist tot! Verdammtes Pack. Okay. Falscher Alarm. Als ob man den Gras nicht sehen wird. Nee, wird man nicht. Das ist das Schöne. Du wirst nicht gesehen. Also, klar, sie können dich unter gewissen Umständen schon sehen, aber. Das waren die, ganz sicher. Hoch, ich gebe mein Bestes. Im Normalfall. Kommt raus! Hast du nicht gesehen? Ist das schön. Wir sind da. Endlich. Ja, in Sicherheit. Mhm. Würde ich jetzt so noch nicht sagen. Game-Logik. Ja, du bist ja. Ich habe ja jetzt auch das rote Stirnband. Ich bin jetzt Ninja.
Hier seid ihr! Ihr für euren Widerstand bezahlen! Spürt den Biss des Biests! Was? Nein! Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Verdammte Hexe. Ich zerbrech dir den Schädel. Sieh dich an. Amicia, sein Rücken. Ja, ich sehe es. Hab ich euch! Renn! Renn halt einfach! Oh, du sollst rennen, wenn ich die Scheiß-Taste drück. Renn doch los, du behinderte kleine dumme Kuh! Hier seid ihr! Euren Widerstand bezahlen. Spürt den Biss des Biests. Nein! Amicia, sein Rücken! Ihr sitzt in der Falle. Ja, ich sehe es. Amicia, deine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unkraut. Hab! Ach komm! Der hat gebrannt, wie will der mich jetzt durchlöchern? Hier seid du bist doch grenzdebil. Flächenbehindert. Widerstand bezahlen! Spürt den Biss des Biests! Was? Nein! Ihr sitzt in der Falle! Ihr gehört mir! Amicia, deine Wunde! Mir egal! Ich beende es! Amicia, dein Rücken! Mir auch vor. Wir haben hier schon genug ja. Unkraut! Bleib bei mir, Hugo! Ach, jetzt brennt er! Super! Amicia! Alles in Ordnung? Easy! Warum hat er mich jetzt gerade aufgespießt? Gut. Mir geht's gut! Mir fehlt ein Durchkaffee. Gehen wir. Spüre. Ah, das Biest. Warum kann ich die Kiste nicht looten? Amicia! Amicia! Oh nein! Es blutet so sehr! Da sind sie! Sie kommen! Ich kann nicht! Du musst dich alles klar. Kümmern. Ganz dann mach das, MJ. Ruh dich aus. Schnell. Beherrsch dich, Hugo! Das ist dein Ende! Aufhören! Sonst töte ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Was machen die Ratten hier? Ich werde dich essen. Wart eure Ehre! Die Ratten! Sie beschützen sich! Ja, das kommt davon. Ihr seid alle glücklich! Esst euch! Ihr Monster! Sei Bescheid. Ich hasse die Kontrolle. Ich hasse euch in eurer Armee. Kommt ruhig. Sie werden euch auffressen. Ja. Tschüssi. Ich fresse dich. Er ist verrückt. Dankeschön. Ich fresse euch alle. Alexius, dankeschön für dein Follow. Das geht zu weit. Ja. Nö. Hugo? Hugo? Was ist los? Was ist los? Das ist ein Schockzustand. Oh nein! Hugo! Nein! Oh Gott! Gott! Wir müssen hier raus. Ich habe einen Stempel. Was? So. Was kann ich jetzt irgendwann mal reden?
Was ist passiert? Wow. Ich bring uns hier raus. Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wow, gutes Timing. Ich kann nur... Ich sprinte, aber ich sprinte irgendwie nicht. Mach dich bereit. Was tue ich hier? Okay. So. Amicia, komm! Ich kann nicht. Bitte! Ich kann nicht. Amicia, schnell! Ich kann nicht. Amicia, bitte komm!